Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wissen jetzt zumindest mal, wie wir sie heilen können. Wir brauchen Wasser aus dem Fluss Leth oder Lether oder wie auch immer es ausgesprochen sein mag. Ich glaube, den Fluss, denn oben, das ist der Helikon, das ist nicht das, was wir brauchen. Einen anderen haben wir nicht gefunden. Ich schätze, wir werden noch früher oder später über den Fluss stolpern. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir den nicht übersehen. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, tatsächlich nichts groß. Zu machen. Also, dass wir jetzt im Moment nichts machen können, außer weiter mit den Ritus fortsetzen. Den Heißluftballon haben wir schon gebaut. Da ist nichts zu machen. Dann schauen wir noch die Anschlagtafel an. Und dann warten wir, bis der Tag Dings vorbei ist. Ah, vielleicht gehe ich noch mal kurz auf die Dings runter. Hallo, rein bitte. Hier, gibt's da was Neues? Da gibt's nichts Neues. Dann machen wir noch ein oder zwei Runden auf den hier. Und dann geht es nach oben zur Anschlagtafel. Und dann warten wir bis 17 Uhr oder 18 Uhr kann man rein. Ich weiß es gar nicht genau. Und dann machen wir unseren Kampf. Dann wird es eh so spät sein. Dann warten wir bis zum nächsten Morgen. Frühstücken. Und dann geht's mit dem Heißluftballon. Hoppala. Und dann geht's mit dem Heißluftballon. Hat gar nichts gebracht. Dann geht's mit dem Heißluftballon Richtung Delos, wo wir das Orakel betreten wollen. So läufst denn du eigentlich so langsam gerade? Dam-di-dam-di-dam. Auf Delos haben wir schon gehört, brauchen wir das Wasser der Helikon wegen den Dryaden. Und wir wissen, dass die eine ganz gut auf Gold steht. Wir haben ja auch ein paar Goldmünzen dabei, Drachmen, einmal 7 Stück. Da hole ich vielleicht noch so 100 Stück oder so, dass wir da ein bisschen mehr Geld haben. Oder 500 Stück, dass wir ein bisschen Geld haben. Wieder nichts gebracht. Ja, ich glaube, wir sind schon so gut, das bringt einfach nichts mehr. Ja, ich hole auf jeden Fall jetzt noch Gold, 500 Goldstücke oder Drachmen, damit wir auf jeden Fall Gold haben, weil das scheint ja wichtig zu sein. Hab ich jedenfalls den Eindruck. Das heißt Bank. Wehe, die Bank ist ausgeraubt. Dann werde ich sauer. Ich hörte, die Hydra habe eine Menge Schätze. Großartig, dass ihr das Monster erledigt habt. Ich hoffe, einige der Schätze werden hier deponiert. Ist schon passiert, mein Freund. Aber ich hole mir was zurück. Auszahlung von, sagen wir mal, 500. Ich denke, das sollte eigentlich lang. Hey, zu was soll Geld gut sein, wenn ihr es nur ausgibt? Ja, genau dafür ist es da, zum Ausgeben. So, hier reinschauen. Ja, es gibt tatsächlich was Neues. Zauberer unter Drogen gesetzt. Chakra Satana, Besitzer des Magieladens von Silmaria, wurde in seinem Laden bewusstlos aufgefunden. Heiler konnten ihn nicht wieder zu Bewusstsein bringen. Seine Erkrankung scheint der zu ähneln, die Erzmagier Erasmus befallen hat. Die Ursache und der Schuldige sind bisher unbekannt. Echt üble Sache, aber ich wüsste, ja, das wird, ich denke, das wird auf jeden Fall an Tag 20 passiert sein. Und ich denke, ja, okay. Wir sollten uns ausruhen. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. 5 Stunden. Und 6 werden sie geöffnet. Okay, also noch einmal ausruhen. Und offen ist es. Dann können wir jetzt unseren Kampf machen. Gegen Elsa diesmal. Gegen Elsa sind wir noch gar nicht angetreten. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappen wird. Wir werden natürlich unser Schwert anlegen, unser Schild anlegen und unseren Helm.
haben wir schon. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir werden speichern, dass da nichts schief geht. Und dann geht's los. Ihr würdet mich also gerne herausfordern? Wenigstens bin ich für euch ein ebenso würdiger Gegner wie ihr für mich. Bei Elsa bin ich jetzt echt gespannt, wie gut das funktionieren wird. Weil sie ist, denke ich, von allen Kämpfern die stärkste. Die Gespräche kennen wir. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich denke, auch diesen Kampf werden wir gewinnen. Opa, das wollte ich jetzt nicht. Och. Das war aber der härteste Kampf, den wir bisher hatten. Aber auch der haben wir ohne Probleme erledigt. Ha, sehr schön. Der Sieger der heutigen Schlacht ist der Prinz von Chapea. Und damit fängt dann eine neue Herausforderung an. Bin mal gespannt, wer jetzt Champion sein wird. So, aber ich denke, wir gehen jetzt direkt hierher und schlafen eine Runde. Zum Morgen schlafen. Bevor wir aufbrechen, sollten wir vielleicht die Pinnwand nochmal anschauen, ob irgendwas Neues passiert ist. Ich glaube, das wäre noch relativ wichtig. Hier gibt es nichts Neues. Essen bestellen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, Pinnwand. Ob der nächste vergiftet worden ist oder wie auch immer. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hätte ich jetzt Lust auf Gulasch. Wahrscheinlich nicht diesen Gulasch, nee, aber so einen richtig guten Gulasch hätte ich jetzt echt Lust drauf. Oh, ist das Schild eigentlich auch neu? Nee, ich glaube, das ist nicht neu. Ich glaube, das hing schon die ganze Zeit darum. Okay, dann schauen wir mal, ob es irgendetwas Neues gibt. Mit den Apothekern will ich vielleicht auch nochmal reden, ob sie dann was Neues rausgekriegt haben. Wobei, sie wissen ja, wie man, dass wir das Wasser brauchen, um zu heilen. Von daher glaube ich fast nicht, dass da was kommt. Nein, da kommt nichts. Ich rede trotzdem nochmal ganz kurz mit denen. Naja, das ist dasselbe. Wenn sie da nichts Neues haben, dürfte auch nichts Neues passieren. Nee. Wenn sie bei der Begrüßung schon nichts Neues sagen, dann ist meistens, glaube ich, so, dass da tatsächlich nichts passiert. Okay, ich bin echt mal gespannt auf dieses Orakel und was es uns prophezeien wird. Ich bin wirklich extrem gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Steine. Eigentlich könnte man das Bild, glaube ich, das müssten jetzt eigentlich fertig sein mit den Heißluftballon und bla bla bla. Das Bild könnte man dann wahrscheinlich in die Truhe eigentlich mal legen. Und die eine Schuppe wollte ich doch auch noch in die Truhe legen. Andererseits, ich glaube, die ist nicht so schwer. Von daher. Und das Bild ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Wobei, doch, 50 Kuh. Und die Schuppe 60.
Ja, okay, sie sind vielleicht doch... Ah, muss ich mal überlegen. Ein Glück haben wir so viel Stärke, dass wir da doch einiges mitnehmen können. So. Wir haben das Wasser dabei, wir haben Gold dabei. Und ich hoffe, dann brauchen wir... Wir haben Amporen dabei, falls wir auf dieses Fluss Lys oder so stoßen sollten. Ich glaube, 3 Amporen haben wir, oder? 4 sogar. Wir haben Feuerschutz da. Oh, wo sind sie denn? Ach ja. 5 Amporen haben wir sogar. Okay, das sollte ja eigentlich langen, falls wir auf den Fluss stoßen werden. Oder sowas wie bei der Hydra. Dieses Gelebedings vom Baum. Wobei, ich frage mich, was wäre eigentlich passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Weil dahin kommen wir ja gar nicht mehr. Weil auf die Hydra-Insel kommen wir ja nicht mehr. Und wenn wir das verpasst hätten, hätten wir den Ballon nicht fertig gekriegt. So, ich habe auf jeden Fall mal gespeichert. Dann können wir loslegen. Der Ballon füllt sich mit heißer Luft und die geflügelte Gondel hebt ab. Schnell setzt ihr euch hinein und beginnt zu rudern, um die Flügel in Bewegung zu setzen. Cooles Teil. Mit dem Ballon kann man mit dem Pfeiltasten oder dem Mauszeiger steuern. Mit den Rings kann man ihn besteigen oder verlassen. Wo sind wir dann? Ah. Hey, sollen wir mal bei Minos vorbei? Weil auf Minos soll doch auch der Ding sein. Ah, Minos halt. Ob wir den mal besuchen können? Ich spreche mal kurz ab. Weil ich glaube, wenn wir das machen, dann vergeht zu viel Zeit ins Land. Nö, da ist aber nicht wirklich was. Ach, aber da. Schade. Ich hätte es gedacht, das müsste doch auch Minos gewesen sein, oder? Es müsste doch hier Minos... Oder war das diese kleine Insel hier? Es könnte natürlich auch sein. Ja, das war diese kleine Insel. Als ihr euch Minos nähert, kommt ein geheimnisvoller Wind auf, der euch nicht näher an die Insel heranlässt. Okay. Das heißt wohl, wir sollen da noch nicht hinreisen. So, dass es schon relativ spät ist und ich will auf jeden Fall Ding haben, werden wir jetzt direkt so lang reisen. Okay, es ist krass, dass wir nicht mal zu Minos gehen können. Können wir in den Vulkan einsteigen und aussteigen? Ah, nee, dann dreht das Ding irgendwie nur komplett durch. Steht leider nicht dabei, was das für ein Fluss ist, aber wahrscheinlich ist es das auch nicht. Ah, okay, was haben wir da? Orakel von Delphi und der Dryadenwald. Dann lass uns doch mal in den Dryadenwald gehen, hätte ich gesagt. So, ihr steigt aus. Wir haben es geschafft, auf diese Insel zu kommen. Gehen wir erstmal in den Dryadenwald. Hoppala. Der Dryadenkreis ist erfüllt von sanften Leuchten. Es gelingt euch nicht, eine Lichtquelle auszumachen. Es sieht ziemlich genauso aus, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ach, guck mal, man sieht die Dryaden hier. Die eine Dryade, die ihr in Spielberg erlebt habt, erfüllte euch bereits mit Ehrfurcht. Der Anblick einer Gruppe von 7 Dryaden überwältigt euch regelrecht. Und das sollte man doch, das Wasser des Helikon... Das magische Wasser strömt durch die Wurzeln der Dryade und erweckt sie zum Leben. Ich wollte eigentlich mal mit ihr reden, geht es nicht?
Okay, dann müssen wir vielleicht alle machen. Als du das Wasser bei die Dryade gehst, fängt diese an, sich zu bewegen. Das Wasser der Helikon durchströmt die Wurzeln der Dryade und erweckt sie zum Leben. Die Dryade reagiert auf eure Gabe des Helikon-Wassers. Durch das Gießen mit dem Wasser des Helikon beginnt die Dryade zu singen. Okay, das hört sich echt cool an. Noch hier noch einer? Die Dryade erwacht durch das Wasser der Helikon. So, und noch einer Hammer, glaube ich, hier. Das müsste dann die letzte sein, ja. Und es gab Punkte. Das Wasser aus dem Fluss Helikon weckt die Dryade. Okay, und jetzt? Kann man jetzt mit denen irgendwie reden? Oh, was ist das hier? Die Dryaden sehen ruhig und friedvoll aus, als legten sich ein geheimes Wissen. Ihre Wurzeln müssen sehr tief sein. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Kannst du jetzt mit den Dryaden tanzen? Auf jeden Fall ist es sehr beeindruckend. Warten wir mal ab, ob da irgendwie noch was passiert. Die Musik ist jedenfalls gut. Wir tanzen tatsächlich mit der Dryade. Hahaha, wie cool. Und jetzt gehen es anscheinend wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt uns irgendetwas gebracht hat. Aber ich fand's toll. Nee, gebracht hat uns das, glaube ich, irgendwie nichts. Aber ich fand's wirklich toll, mit der Dryade zu tanzen. Das hat mir extrem gut gefallen. Und ich glaube, wir sind jetzt befreundet mit den Dryaden. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Ich glaube, es hat auch jetzt wahrscheinlich Punkte gegeben, oder? Aufgaben. Bla bla bla. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, Laken besorgt, Hammer. Mit den Dryaden tanzen haben wir als Dings Ding gemacht. Die Pfanne, Hammer. Neu. Zusammengenähtes Laken. Ja, und wie gesagt, mit den Dryaden getanzt. Schön. Und ich finde, 20 Minuten haben wir jetzt in etwa. Das ist doch ein schöner Schluss eigentlich. Also, ich bin gerade ein bisschen geflasht vor dem Tanz. Und
Das finde ich ein schönes Ende für diese Folge. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.